gegen der Feuerarbeiter Ameisenkamm. Boah, die sind so nervig. Die haben wir doch erst vor ein paar Minuten umgebracht, weißt du? Also in-game. Und du siehst nur die fette Hubs hier durchs Bild laufen, weißt du? Hinter einer Ameise, ja. Die haben richtig auf den Sack, die Ameisen, glaube ich. Die sind auch nervig. Also da, das war ja am Anfang, war das ja nicht so, ne? Dass die weggelaufen sind? Ja. Da waren sie ja standhaft bis zum Ende. Ne? So, wir sind da. Glaube ich. Ja, wunderbar. Hier, wir können noch mal eben in der Dose gucken, ob da noch was Grünes drin ist. Zu essen liegt hier ja nichts mehr. Der Eingang ist auf. Alles klar. Und? Ne. Schießen wir uns die einzeln hier rüber oder ignorieren wir diese? Wieso? Was hast du mit denen vor? Willst du was mit denen? Wir wollten noch in das Nest. Ne, ich frage ja nur, ob wir die umklatschen wollen. Ne, lass die ruhig. Hier ist ja ein Nest. Hallo. Hi. So. Eingang des kräftigen Mülljungen. Mhm. Was ist das für ein Name? Eingang des kräftigen Mülljungen. Ist krass, ne? Wespenpapier aufgehoben. Wespenpapier. Wespenpapier. Ich ziehe mir mal eben den Helm auf, damit ich überhaupt was sehe. Ja. So, du hast dir mein Video angeguckt, ne? Rostluten. Ich habe das Video zweimal durchlaufen lassen, ja. Ich hätte Rost übrigens dabei. Ich könnte Rost aufnehmen. Ja, dann hier. Vor mir. Das war auch alles. Eisener Splitter. Sollen wir die auch aufnehmen? Ja. Warum nicht, ne? Gott, da haben wir. Hier liegen noch welche. Ich habe extra noch nicht aufgehoben. Vier Stück, fünf Stück sogar. Muss ich nur finden. So. Sehr gut. Alles klar. Weißt du, nehmen wir einfach so mit. Ja, was man hat, hat man, ne? Eben. Du warst noch nicht hier, so, ne? Nee, noch nie. Nee, das ist jetzt hier für mich Neuland. Hier ist wieder Rost. Ich hau einmal für dich gegen. Oh, da sind viele abgefallen. Da kann man ja immer gebrauchen, weißt du? Naja. So, hier kann man nicht durch. Ja, das Schöne ist, dass hier kaum starke Gegner sind, weißt du? Ach, das ist gut. Mhm. Hier ist Rost. Rost. Eins, zwei. Ja. Hier ist Rost. Neben dir sind ein paar Stacheln. Splitter. Ja, ne? Sehr gut. Hast du noch irgendwas? Nö. Ich würde dich dann schon verraten, dass hier was... Da gehen wir noch nicht rein, weil das ist dann der Weg zurück. Weil jetzt kommen wir erstmal zur schwarzen Witwe. Warte. Ich geh mal hier in die Ecke. Hier ist nix. Okay. Hier hinter ist er. Ja, wenn wir jetzt hier... Schon. Ja, ne? Ich esse mal eben was. So. Ich bin satt. So, denk an deine Rüstung, dass die komplett ist. Ne? Jetzt können wir die Schuhe nämlich ausziehen. Ich werde mal eben eine Gift... reinsetzen. Schwertmeister ist drin, das ist auch sehr wichtig. Meine Rüstung komplett machen, auch das war ein super... Womit arbeiten wir denn? Mit Heckenschütze nicht, ne? Ne. Werde ich Schwertmeister oder Speer? Ich weiß mit diesem Speerwerfer immer nicht. Speerwerfer, Speermeister. Ich nehme Speer. Brauchst du noch einen Lausator-Pilz oder einen Flüssigzorn? Flüssigzorn könnte ich gut brauchen, ja. Ja, okay. Hast du genug mit? Ja. Muss aber gerade mal gucken. Lassen. Und das fallen lassen. Das ist von jedem ein. Ja.
Genau, das Einzige, was wir jetzt noch hätten, bräuchten könnten, wären Menschenfutter und anderes Essen. Aber okay, so, ich kann noch eine Mutation verwenden. Was nehmen wir denn? Giftresistenz brauchen wir auf jeden Fall. Geschwindigkeit, Naturkunde nehme ich auch mal raus. Den lassen wir drin. Was gab es denn noch? Irgendwas gegen Spinnen? Nee. Wichtigste ist, dass du die Giftmutation drin hast, weil wenn die ja einmal zupackt, dann ist es schwierig. Ich nehme mal die Schlag- und Stichresistenz mit rein. Ja. Mutterinstinkt brauche ich nicht, weil das macht ja keinen Sinn. Ne. Gut. Ja, dann einfach machen, ne? Ja, also sie ist ja eh gegen alles resistent, also insofern. Genau. Das Schlimme ist, schon mal, da rennen wir rein, ne? Dass wir dann auch die Eitersäcke da auch noch kaputt machen müssen. Da ist nämlich wahrscheinlich was drin. Im Eiter. Im Eitersack, genau. So, wir trinken. Und wir trinken und trinken. Attacke! Dortmund ist kacke! Bayern ist scheiße! Au! Hör doch mal auf! Ich glaube, die hasst mich. Ich habe nur Angst, wenn du da so herwanderst, dass ich die steche. Okay. Gegen wen kämpft die eigentlich gerade? Termite, Termite, Termite! Das war die schockierende Zurückhaltung. I'm poisoned! Ja, warum nimmst du den Speer denn nicht? Komm, die lebt nicht mehr lange. Nee. Einfach nicht mehr locker lassen. So, jetzt darf ich nur nicht sterben, ne? Ach, ich bin ja hier. Ab jetzt ist es nicht schlimm zu sterben. Ne, das Gift ist noch ein Viertel. Dann haben wir erstmal wieder Kampfpause. So, und du willst den Netzsack hier kaputt machen, ja? Ja, da ist was drin. Mir meinen Plan ein bisschen kaputt gemacht, aber okay. Jetzt ist meine Heilung wieder weg. Oh. Die ich gerade gestartet habe und bin schon wieder schwerst vergiftet, weißt du. So, hier ist drin schwarzer Nashornkäfer. Das Ding ist wichtig. Nashorn. Winzige schwarze Witwe. Mhm. Soll ich mitnehmen? Ja, aber wenn wir zu Hause sind, ja? Ja. Dann leg das bitte in unser Fach, ja? Am Bett. Weil das ist ja eines dieser Trinkets, die man hier finden kann. Ich meine, hier wäre noch irgendwo ein zweites irgendwo. Das habe ich wieder nicht im Kopf, weil die habe ich noch nicht gefilmt und das war noch nicht bekannt, als ich das Video hier gemacht habe. Ne? Da war das noch nicht bekannt. So. Das war hier drin, bei der schwarzen Witwe. Ja, genau. Oder meinst du generell in dem Wespenbau? Ich meine hier im Wespenbau, wenn noch irgendwo ein zweites Trinket, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall hier in dem Netzsack, da findet man das Trinket mit der schwarzen Witwe. Und was kann das? Lies gerne mal vor. Ja, gerne. Ein ungewöhnliches Stück einer schwarzen Witwe, die nach ihren Kindern zu rufen scheint. Verwitweter Viehtreiber. Also was ganz Kryptisches. So. Ja, die Decke ist auch, finde ich, sehr schön gestaltet, also generell. Mega, also das sieht richtig cool aus. Natürlich auch ganz schön krasses Material, weil die Sterne leuchten ja eigentlich nur, wenn sie genügend Licht erhalten haben, ne, und geben das dann irgendwann wieder ab über die Zeit, aber ablasten ja auch wieder. Aber die anscheinend, oder es ist Uran. Das gehe ich davon aus, dass Dr. Ja? Tully hier ein bisschen Uran verarbeitet hat, damit das länger leuchtet. Für die Schönheit. Ja. Ich meine, hier an der Wand ist auch schön, ne? Und hier oben in dem Ball, ne, da ist der Chip drin, der neue Burgle-Chip. Ah. Aber jetzt holen wir uns erstmal Raw Science-Punkte und Gedöns. Hi.
kleine, da habe ich echt Angst dagegen zu hauen und mich damit umzuknüppeln. Mhm. Das will ich echt ersparen. Armoring up. Dab, 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 dab. Ah, ein Gericht. Mein Inventar ist voll. Kannst du nehmen. Bin ich blind? Wo bist du jetzt hin? Ich bin nach oben gesprungen, weil hier sind Raw Science Punkte. Hui! Ach so. Da bin ich wieder. Machst du einfach so ein... War der andere Trinket nicht, ne? Das weiß ich nicht mehr. Ich weiß es nicht. Ja, deswegen frage ich dich ja, damit du nochmal nachdenken kannst. Nee, ich weiß vielleicht nochmal nachgucken. Hier ist noch ein Nest. Ja. Mach du da mal das Nest. Ich hab hier noch. Ja, nee, das müsstest du mal aufnehmen, weil das ist der Hinweis, ich kann nicht. Da ist Nest, da ist Nest. Hier ist Nest. So. Hier ist Nest. Nest. Genau. Ich meine, ich kann ja auch mein eigenes Licht anmachen, ist ja alles so. Ich bin erschrocken, Alter. Ich glaube, hier habe ich noch irgendwas liegen lassen, ja. So Füße, weil ich halt, wie gesagt, voll bin, ne? Gibt's irgendwas, was wir nicht brauchen? Müssten wahrscheinlich von hier jetzt auch gleich die ersten Wespen mal zu uns knallen, ne? Ja, keine Sorgen, die Wespen kommen noch früh genug, du. Wo bist du denn? Ich hab dir hier nochmal Holzsplitter abgeschlagen. Also es gibt zweimal Wespenkampf hier. Okay. Na ja, komm. So. Hier irgendwo war noch ein Zähnchen. Hier ist auf jeden Fall noch ein rostigen. Ja, lass doch mal einen da runterschießen und zu uns holen, bevor gleich alle drei kommen, oder? Von mir aus macht das. Ja, dann lass mal wieder hier in die Ecke verkriechen. In welche Ecke bist du? So. Das ist ja die dicke Hubs. In die Ecke verkriechen, wo wir waren, natürlich. Ah ja. Ui. Komm mal. Nicht alleine. Oh, ups. Du wirst mich auch. Es ist nicht schlimm. Ich muss hier nur super aggressiv anspringen, weil die mir so am Sack gehen. Ja, aber ist vielleicht nicht so schlau, in meine Spitze reinzuhämmern, oder? Ich finde, ich bin super clever, was ich hier mache. Ich kann meine Waffe nicht mehr wechseln, Asi. Weil mein Inventar voll ist. Komm, du feiges Schwein. Bah. Kann die Bitch jetzt auch mal hinkommen? Kriegt die nicht. Deswegen schieße ich auch nur noch. Bah. Ich hasse ja so agile Viecher, ne? Ja, die ist nicht nur agil, die ist ultra. Vor allem, die lädt sich auf. Die lädt sich auf. Ich weiß nicht wie, aber die lädt sich auf. Hast du gehört, ne? Ja. Hast du noch Platz für Pollen? Ich muss mal hier ein bisschen Platz. Ja, du kannst mir einfach. Ganz ehrlich, hier diese Feuerameisenteile, davon haben wir mehr als genug.
Schwarze Ameisenteile haben wir auch massig, oder? Ach komm, nicht wegen so ein bisschen da. Schmeiß einfach raus und ich guck, was ich mitnehmen kann. Nee, ich habe einfach so ein paar Ameisenteile vernichtet. Komm, das brauchen wir nicht. Also das brauchen wir wirklich nicht mehr. Ernsthaft. Wirklich nicht? Doch. Aber hier sind noch Pollen. Geht das noch, oder? Ja. Dup, 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 dup. So, jetzt dann... Jetzt hoch, ne? Nö. Ja, kannst du aber. Hier ist normal Rost. Ja, und hier ist ein Zahn. Den Rost gebe ich dir mal gleich in Ruhe. Da muss jetzt nicht rechts dafür hinrennen. Eben. Du kannst ja das Ganze von oben aufräumen. Weil hier ist nämlich auch noch Rost. Hier auch. Und hier ist ein Skep. Auch Sinn. Gewürzjockey. So, und dann ist hier nämlich die Abkürzung zum Wespennest. Ja. Du bist auch jetzt hier oben. Hier sind nämlich Neuroscience-Punkte. Also Wissenschaftspunkte. Auch sehr gut. Science is surprisingly awesome. Das Spiel fängt aber auch ganz schön an zu laggen, wenn dir sowas passiert. Also du Raw Science-Punkte aufhebst. Ja, die sind groß, weißt du? Auch Spiel verändert. Ja. Ich meine, sage ich immer besser als Gen verändern, ne? So, wo bist du denn gerade, Hups? Da hinten, alles klar. Unweit von dir entfernt. Ja, es gibt mehrere Wege, die hier nach Rom führen. Ich will gar nicht nach oben. Ich bin froh, wenn ich aus diesem Garten hier rauskomme. Ja, aber das ist in Rom. Keine Ahnung. So, ich glaube, hier war alles, ne? Ja. So, möchtest du mir Rost geben? Ja. Ich Bock, oder? Rost. Rost. Alles klar. Genau, dann müssen wir hier hoch. Dann kriegen wir nochmal raus seins Punkte. Mal endlich. Und jetzt müssen wir den Arm hier umlegen. Genau, aber wir können auch mal eben hier runter, weil hier ist noch... Ach, hier war ja noch ein Trinket. Warte mal, da müssen wir glaube ich, über die... Genau, über die Spitze, gerne auf die andere Seite schon mal. Gesagt, getan. Dann würde so, da ich, hast du ein Nest? Stock hier. Ja, ja, mach ruhig. Könnt ihr den zerhacken oder muss man da irgendwie da drüber irgendwo drauf springen? Nee, den darfst du zerhacken. Bist du dir sicher? Ja, mach doch einfach kaputt. Komm. Nee, warte, ich überlege gerade. Du weißt, damit beginnt das Übel immer. Forschungsstation. Also hierüber komme ich nämlich hier hoch. Ah, das kommt man über den Arm auch. Alles klar, schon gut. Aber ich gebe dir recht, das Spiel leckt gerade massiv. Okay, dann geht das nicht von mir so. Ich habe gerade größere Probleme. Die habe ich aber in der Beta nicht gehabt, im Beta-Test. Hier an der Stelle war alles super. Ja. Hast du noch Platz im Inventar? Ich habe noch, ja, ausreichend. Dann hätte ich hier noch ein Trinket für dich. Hier kannst du dir noch was abholen. Da hinten liegt was rum. Boah, hier drin ist gar nicht schön. Nee, ist es auch nicht. Ich versuche hier auch wieder rauszukommen. So, da haben wir den Schildhärter. Der ist für dich vielleicht sogar interessant, weil du ja ein Schildträger bist. Guck dir das mal an, ob du das nicht gegen die Pusteblume tauscht. Natürlich in der Gefahr, dass du deine Pusteblume nicht mehr hast. Blockstärke wird erhöht. Zack, rein damit. So, um dich nochmal zu orientieren. Da unten an dem Ball ist der Eingang. Hier sind wir reingekommen. Und ich habe diesen Greifarm habe ich jetzt nach unten gelegt, sodass wir ab sofort nicht mehr den ganzen Weg unten herlaufen müssen, sondern wir können vom Eingang direkt über diesen Greifarm hier oben hin. Das ist die Abkürzung. Also... Aber da drin hast du ja gesagt, ist der Burgleship, ne? Nee, der ist, wenn wir jetzt hier oben, die drei Wespen, die können wir übrigens von hier angreifen. Ja, ich kümmere mich. Dann haben wir ein Nest, da oben ist eine Forschungsstation und da müssen wir dann runterspringen in den Ball, weil der Ball ist auf der anderen Seite. Mal schön drauf da. Komm her jetzt. Menschenskinder. Scheiße. Ah,
Was kann doch nicht sein, dass ich schon wieder voll bin, oder Leute? Was mache ich denn? Doch, weil du mal alles einfach aufhebst. Du hast schon wieder die Bienen, die Wespensachen aufgehoben. Du hast die Wespen gelootet. Warum? Du, warte.